Ich habe mir also einen eigenen Nike-Fußballschuh designt und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1. Und ihr habt richtig gehört, ich habe meinen eigenen Nike-Fußballschuh designt. Und zwar hier ist das Ganze auch. Ich denke, man kann es erkennen. Nike Bayou. Ich versuche es mal zuzuhalten, dass man es nicht ganz so krass sieht. Bei David, er sieht schon so rote Farbe. Aber den kann ich nicht einfach jetzt hier im Büro zeigen, sondern dafür müssen wir natürlich auf den Platz, um euch meinen designten Fußballschuh jetzt in Action zu zeigen. Hier sind sie also, meine allerersten Nike Bayou selbstdesignten Fußballschuh zum Nike Vapor 15, meinem Lieblingsfußballschuh in Rot, Gold, Silber und auch Weiß bzw. Grau-Silber. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen ausgetobt, auch vom Design hätte ich ein, zwei Sachen vielleicht anders gemacht, einfach um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Denn das Spannende ist, auch ihr könnt das Ganze selbst machen, euch einen eigenen Fußballschuh designen, so wie ich es jetzt hier genau auch gemacht habe. Das werde ich euch natürlich heute zeigen und da habe ich auch einen sehr, sehr coolen Partner heute im Video, und zwar Ergotopia. Die kennt ihr natürlich schon aus dem letzten Büro-Update, die höhenverstellbaren Schreibtische, die auch ich nutze. Da gibt es gleich eine sehr, sehr coole Info, ein kleines Update, seid gespannt. Wir wollen nämlich heute klären, wie könnt ihr euch Nike-Fußballschuhe selbst designen, und hier am Beispiel einem Nike Vapor 15 habe ich das Ganze mal getestet. Wie funktioniert das? Wie lange dauert das? Was kostet das? Und hebt das auch wirklich auf dem Platz? Also geht das Design nicht ab? Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? Das wollen wir heute alles gemeinsam abchecken, um uns diesen selbstdesignten Fußballschuh jetzt erstmal genauer anzuschauen, bevor wir gleich ins Detail gehen, und auch um meine Meinung, ob das Ganze wirklich so einfach funktioniert. Geht's natürlich gleich. Jetzt schauen wir uns den Schuh aber erstmal an, und zwar auf dem Platz im klassischen Unboxing. Dann schauen wir uns mal den Nike Bayou Schuh an, steht hier nochmal drauf. Cooles Detail ist auch hier Nike bei David. Also habt ihr auch nochmal ein kleines Detail, finde ich sehr cool. Größe 43, wir machen das ganze Ding mal auf. Da habt ihr hier auch nochmal so ein cooles Nike Bayou Design, Schuhname und so weiter untergebracht, finde ich ganz cool. Und hier ist er dann, der Schuh. Und was auffällt, wir haben natürlich hier überall so eine Sternen Champions League Grafik gewählt. Rotes Obermaterial. Und ich finde Rot und Gold, vor allem hier beim Airzoom, das kombiniert sich immer sehr, sehr geil. Um ein bisschen auffälliger zu machen, haben wir einen weißen Sockenbereich gewählt mit einer grauen Schnürung. Und grau und weiß findet sich dann auch wieder hier im Nike-Swoosh wieder. Finde ich sehr cool. Kombiniert sich meiner Meinung nach sehr gut, diese Farbe Rot, Gold und Grau. Kann man nicht drüber meckern. Diese Sternengrafik, habt ihr schon gehört, bin ich jetzt nicht so ein Mega-Fan von. Wollte euch aber zeigen, wie es aussieht. Schauen wir uns mal die Innenseite an. Da haben wir das Ganze auch so gewählt beim Nike Air-Logo, wenn man genau hinschaut. Sieht man auch diese Sternengrafik in so einem reflektierenden Silber. Finde ich sehr cool. Und vor allem hier der Nike Swoosh in Gold sieht sehr, sehr cool aus. Wir haben auch das Mercurial Logo hier in Gold gewählt, dass es passend zum Schuh ist. ACC Vapor Posit Plus auch in Gold. Und natürlich dieser R-Schriftzug in Silber und Gold umrandet. Finde ich irgendwie echt cool, weil es einfach zu Rot ganz gut passt. Auch hier diese Sternengrafik untergebracht. Innen ist die Sohle ganz normal wie beim normalen Modell. Von oben haben wir, wie gesagt, weißes Ummaterial, weißes Flyknit gewählt und eine graue Schnürung. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Die Sohle ist auch ein absolutes Highlight, denn wir haben hier eine goldene Sohle gewählt. Ich finde, geht nichts mehr als goldene Sohle. Das hier soll eigentlich Silber sein, muss ehrlich sagen, ist jetzt nicht ganz so Silber, wie ich es auf dem Bild gesehen habe. Aber ich muss sagen, die Sohle sieht schon sehr geil aus in Kombination mit diesem Fußballschuh. Ihr könnt also gerne mal Feedback da lassen, 1 bis 10, was ihr hier zum Nike Bayou Schuh von mir sagt. Bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, die Sternengrafik lässt sich so ein bisschen drüber streiten. Ist natürlich ein cooles Detail, aber ich hätte es vielleicht auch eher ohne wählen können. Ansonsten muss ich sagen, die Farben sehr, sehr cool. Deshalb von mir gibt es 8 von 10 Punkten. Wie seht ihr das Ganze? Gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Bin also sehr gespannt, Leute, was ich von euch zu meinem Signature-Schuh bzw. meinem selbstdesignten Nike Bayou Fußballschuh hören werde. Ihr habt es gehört, diese Sterne hätte ich vielleicht weglassen können, aber ich wollte einfach zeigen, was man hier alles machen kann. Und muss sagen, vor allem am Fuß sieht dieser Fußballschuh schon wirklich sehr, sehr geil aus. Bin sehr, sehr happy mit dem Design, dass wir hier vor allem Gold, das
immer für mich ein Highlight untergebracht haben. Und Rot ist so meine Lieblingsfarbe bei Fußballschuhen, neben Weiß natürlich. Und das Ganze mit Silber und Schwarz kombiniert, finde ich einfach sehr geil. Sieht sehr stimmig aus, vor allem die Innenseite für mich so hier bei diesem Fußballschuh das Highlight. Das sieht schon wirklich sehr, sehr cool aus. Bin mal gespannt, wie ich das von euch hören werde. Könnt ganz offen und ehrlich eure Meinung da lassen. Wir können natürlich gleich zum Design, wie ihr das selber machen könnt. Nämlich auch ihr da draußen könnt euch ja euren Fußballschuh designen. Dazu sind natürlich die Links unten in der Beschreibung. Wir checken natürlich den Fußballschuh gleich nochmal ab, um zu gucken, gibt es hier von der Performance auch nochmal einen Unterschied und wie sieht es jetzt mit der Haltbarkeit aus, vor allem von diesem Gold. Da gibt es nämlich natürlich auch noch wichtige Infos für euch. Jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an und zwar an meinem Ergotopia Schreibtisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich diesen Schreibtisch hier liebe. Vor allem dieses Massivholz sieht so geil aus in Kombination mit Schwarz. Das ist ja mein Arbeitsplatz. Und bevor wir gleich reinstarten in den Designprozess, geht es natürlich hier nochmal zu meinem Partner Ergotopia mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Den kennt ihr natürlich schon aus dem ersten Video zum Büro-Update. Ist ja für mich sehr, sehr krass geeignet oder sehr, sehr wichtig. Ich arbeite extrem viel am PC, auch für die Schuhdesigns, wo wir gleich ja auch am PC arbeiten. Da ist natürlich wichtig, auf die Gesundheit zu achten. Und den ganzen Tag sitzen, das kann schon wirklich anstrengend werden, vor allem auch auf lange Zeit für den Rücken. Deshalb habe ich mir sowas zulegen wollen, habe dafür den perfekten Partner gefunden mit Ergotopia. Wichtige Info für euch, das muss ich zwar als Werbung kennzeichnen, aber ich bekomme kein extra Geld jetzt für diese Meinung. Das heißt, es ist auch wirklich meine Meinung. Und ich muss sagen, ich habe den jetzt ja fast ein halbes Jahr testen können und bin ultra, ultra happy damit, denn es gibt hier auch sehr, sehr spannende Funktionen. Die zeige ich euch jetzt mal kurz. Und zwar, Leute, die höhenverstellbare Funktion kennt ihr ja schon. Ihr könnt auch abspeichern, zum Beispiel Position bei mir 1 ist stehen. Da fährt es automatisch auf die 1, wo ich nachher stehe. Auf 2 sitze ich immer, da fährt er wieder runter auf die 2. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, beziehungsweise muss ich dabei nichts merken. Das merkt sich dann alles der Schreibtisch. Und das Coole ist, ihr könnt hier auch noch andere Sachen einstellen. Zum Beispiel, wie gesagt, Position abspeichern. Das wollen wir jetzt nicht machen. Dann könnt ihr euch eine Erinnerung einrichten. Beispielsweise sagt, irgendwie nach 3 Stunden möchte ich erinnert werden, dass ich jetzt wieder sitzen kann oder wieder stehen sollte. Was für mich immer ganz cool ist, ist das Ziel. Das können wir auch mal kurz machen. Und zwar kann man hier einstellen, Tagesziel, 2 Stunden möchte ich stehen quasi. Kann dann auch auf OK drücken und dann wird das Tagesziel gespeichert und dann seht ihr hier auch den Fortschritt, sobald ich diese 2 Stunden erreicht habe. Das kann alles hier der Schreibtisch für euch übernehmen. Das heißt, für alle, die gerne am Schreibtisch arbeiten, auf jeden Fall extrem hilfreich sowas. Vor allem, dass man auch wieder ein bisschen erinnert wird, okay, man sollte vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf seinen Rücken achten. Das übernimmt dann alles hier der Schreibtisch, finde ich sehr, sehr cool. Das findet ihr natürlich unten verlinkt und wir starten jetzt rein in den Designprozess. Um euch also so einen Fußballschuh hier selbst zu designen, müsst ihr quasi bei Nike auf das Thema Nike by You klicken. Ist natürlich für euch auch unten verlinkt. Ich mache das mal gemeinsam. Ich mache für euch mal kurz ein Bildschirmvideo, dass wir es gemeinsam durchsprechen. Und zwar, wir schauen uns mal die Seite an. Ihr habt ja auch schon ein paar Designvorschläge. Das ist ein bisschen arg bunt, aber ihr könnt dann zum Beispiel draufklicken und dann sagt ihr personalisieren. Dann habt ihr die Möglichkeit, zum einen, Schritt Nummer 1 ist der Kragen. Ist der Kragen. Da klicken wir jetzt mal drauf. Könnt ihr sagen, ihr wollt den rot haben, ihr wollt den schwarz haben. Könnt ihr alles einstellen, wie es euch am besten passt. Könnt die Farbe wählen. Wir nehmen jetzt einfach mal spaßhalber rot. Klicken dann auf Haken, also dass es angenommen wird. Und dann geht es weiter. Dann könnt ihr Obermaterial wählen. Dann das Obermaterial könnt ihr zum Beispiel blau. Das sieht natürlich absolut blöd dazu aus. Machen wir mal schwarz. Einmal möchte ich zeigen, was man hier alles machen kann. Da könnt ihr einfach bunt durchprobieren. Das Ganze dann könnt ihr auch speichern. Das heißt, ihr könnt verschiedene Sachen machen. Dann gibt es auch diese Upper Graphics. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr wollt hier so ein gesprenkeltes Design drauf haben. Ihr könnt auch sagen, Metallic Silber. Das könnt ihr alles hier wählen. Wir können auch mal erstmal ohne weitermachen. Dann klicken wir beispielsweise hier mal auf Swoosh Graphic. Da könnt ihr dann auch nochmal sagen, ihr wollt da drin eine blaue, eine graue, eine schwarze. Könnt ihr alles auswählen, um euch den Schuh zu designen. Highlight für mich ist immer ganz klar, ich zeige es euch mal kurz, die Sohle. Gold, das sieht einfach geil aus. Ihr könnt hier Metallic Silber, Metallic Gold. Dann dieses hier, was ihr vom Lounge Colorway kennt, das hält natürlich ein bisschen besser als Gold. Schwarz Einfarbe geht auch. Könnt ihr alles auswählen, wie es euch am besten passt, um den Schuh quasi so zu designen. Das ist natürlich ultra geil, dass ihr hier einfach die Möglichkeit habt, euren eigenen Schuh zu designen. Auch den Airbag vorne könnt ihr, wie ihr wollt, designen. Das sieht einfach extrem geil aus, macht auch mega Spaß. Ihr könnt das Ganze dann einfach abspeichern, wie es euch am besten passt. Könnt auch sagen, fertig. Dann wird das Design von euch, deine Designs, automatisch gespeichert. Wo ich jetzt gerade fast nichts geklickt habe, sieht auch der ganz cool aus. Könnt das dann quasi abspeichern. Ich glaube, da könnte man auch mal so einen kleinen Designwettbewerb machen, wenn ich mal wieder live gehe. Falls ihr da Bock drauf hättet, mal wieder einen Livestream gerne Feedback da lassen. Dann könnte man vielleicht mal wieder eure Designs zeigen, um zu gucken, wer hat hier das coolste Design gemacht. Das ist natürlich erstmal kostenlos, das Ganze auszuprobieren. Wenn ihr das Ganze bestellt, dauert das natürlich ein bisschen länger. Ich habe knapp 3,5 Wochen auf meinen Schuh warten müssen.
weil es natürlich auch eine Einzelanfertigung ist, bis der Schuh dann gemacht ist. Aber sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall, dass man hier die Möglichkeit bei Nike hat. Finde ich extrem cool. Bin gespannt auf euer Feedback und wie gesagt, wenn ihr das ausprobieren wollt, Link dazu natürlich unten in der Beschreibung. Das heißt, das Ganze funktioniert sehr, sehr einfach und simpel. Ihr könnt es selbst machen, um euch einen eigenen Nike-Fußballschuh zu designen. Das Ganze ist natürlich unten verlinkt, falls ihr das machen wollt. Jetzt natürlich zum Thema Performance und auch Fazit. Ich muss sagen, das sieht sehr, sehr edel aus. Ich bin positiv überrascht, wie gut es hier im Fußballschuh aussieht. Wenn man überlegt, das ist ja eine Einzelanfertigung. Also nur ich habe den ja so designt in dem Zeitraum. Kann sein, dass jemand anderem hier ein blaues Obermaterial nimmt. Das heißt, alles Einzelanfertigung. Deswegen kostet es natürlich ein bisschen mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, es sieht schon wirklich sehr, sehr edel aus. Ist sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und auch von der Performance ist es das Gute. Es ist der normale Nike Vapor 15. Das heißt, es gibt keine Abstriche in der Performance, sondern es ist weiterhin der normale Nike Vapor 15, nur in eurer eigenen Optik. Ich muss sagen, ich liebe diesen Fußballschuh. Vor allem das Obermaterial, das hält einfach. Das heißt, man hat den eigenen Fußballschuh, das Ganze hält. Man kann das auf dem Platz zocken. Einziges Problem ist die Sohle, die habe ich in Gold gewählt und das löst sich wirklich sehr, sehr schnell. Also ich habe den Schuh jetzt ja nicht ausführlich testen wollen, weil ich den ja noch vielleicht in den Bootwolle unterbringe. Aber selbst nach einer Stunde Training war das mit der Goldsohle schon so ein bisschen problematisch. Ist es auch bei den normalen Schuhen leider so, das wisst ihr natürlich, chrome Sohlen, die lassen immer sehr, sehr schnell nach. Das heißt, hier kann man natürlich auch einfach sagen, ich will eine schwarze Sohle, dann geht es natürlich ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz wollte ich hier Gold, weil ich finde, das sieht einfach nochmal geiler aus und muss sagen, im Design bin ich sehr, sehr happy, auch mit dem Experiment das Ganze mal auszuprobieren, extra für euch. Ich hoffe natürlich, euch kann das natürlich so ein bisschen die Sorge nehmen, ob man das mal ausprobieren kann oder beziehungsweise eure, beziehungsweise meine Erfahrung, die ich mit euch teilen kann. Bin da sehr gespannt auf euer Feedback, was ihr zu meinem Schuh sagt. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Sterne angeht, bin aber insgesamt wirklich sehr, sehr happy mit den Farben. Finde, es kombiniert sich sehr gut, aber das könnt natürlich auch ihr mitentscheiden. Apropos mitentscheiden, müssen wir natürlich gleich noch eine Frage klären, was dann Fußballschuh angeht. Was ich aber noch vergessen habe, wir haben den Fußballschuh natürlich auch on-feed abgefilmt, einfach zu zeigen, wie sieht er nochmal genau on-feed von oben aus und was solltet ihr bei der Passform beachten, damit ihr alle Fragen vor dem Kauf natürlich wisst, welche Größe müsst ihr wählen, denn diese Fußballschuh kann man nicht zurückschicken, da sie ja wie gesagt eine Einzelanfertigung sind. Da soll dann auch die Größe passen, deshalb für euch nochmal der Fußballschuh on-feed. Dann schauen wir uns mal den Nike by You Schuh on-feed an und ich muss ehrlich sagen, vor allem die Innenseite sieht schon on-feed echt sehr, sehr cool aus. Von oben natürlich diese Sterngrafik, die macht es natürlich noch ein bisschen auffälliger. Wie gesagt, da lässt sich drüber streiten. Aber ich muss sagen, auch on-feed macht der Schuh natürlich eine sehr, sehr geile Figur. Das Ganze hier in der Optik mit dem Golden auf der Außenseite und dann die Innenseite mit dieser Sohle finde ich sehr, sehr stark. Ist natürlich der normale Nike Vapor wie angesprochen. Das heißt, die Passform ist identisch. Er ist breiter als der letzte, das heißt auch mit leicht breiten Füßen. Findet ihr in diesem Fußballschuh hier auf jeden Fall genügend Platz. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ist natürlich ein enger Sitz, ist ein Speedboot. Das sollte auch so sein. Aber muss sagen, Komfort auf jeden Fall noch das neue Vaporposite Plus Ummaterial. Diese Struktur hier, dass quasi hier eigentlich gar kein innerer Struktur mehr ist. Nur hier vorne ein bisschen verstärkt ist für die Richtungswechsel. Das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr elastisch ist und damit natürlich eine sehr, sehr gute Passform. Kommen wir zu der Frage aller Fragen. Hat dieser Fußballschuh hier, der Nike Vapor 15 by You, einen Platz in der legendären Bootwall verdient? Ich kann das natürlich nicht ganz objektiv betrachten, weil es mein eigener Schuh ist, aber ich muss sagen, ich würde ihn schon ganz gern hier in der Bootwall haben. Bin überlegen, nur wo er hinfällt. Vielleicht rutscht hier der Schuh raus, der Puma King von Neymar, aber nicht aus der Bootwall, sondern wandert hier rüber, vielleicht für den Puma Ultra oder den Ultra SL, wahrscheinlich für den Ultra SL. Und dann könnte man hier unten den Signature-Schuh unterbringen. Vielleicht auch hier in dem Haupt-Bootwall. Das könnt ihr natürlich gerne mitentscheiden. Das war's dann auch schon wieder zum Nike by You Experiment. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere das Ganze extrem krass, dass man hier sich einen eigenen Fußballschuh designen kann. Gibt es auch als Academy und Superfly und Phantom und so weiter. Das heißt, ihr könnt euch komplett ausprobieren. Und diese Möglichkeit als normaler zu haben, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Sonst haben natürlich nur die Profis ihre eigenen Fußballschuhe. Das muss ich sagen, ist Nike auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Bei goldener Sohle, habt ihr gehört, müsst ihr vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das Ganze oft spielen wollt. Gibt es aber auch noch genügend andere Möglichkeiten. Bin sehr gespannt auf euer Feedback. Hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen, hat wieder ein bisschen mehr Geld gekostet. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr das Ganze supportet mit einem Daumen nach oben und gerne den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Das Ganze ist kostenlos, unterstützt meine Arbeit enorm. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.